Abend, ihr Pappnasen. Wir sind Zetnatrino Bitches aus dem Südviertel. Schön, dass ihr alle da seid. Wir senden hier übrigens live aus dem Ali Alster. Heiko hat richtig viel Zeit gehabt, jetzt in der Corona-Krise, und hat seine Butze ordentlich umgebaut. Wir danken gleich mal an Kuba, oder? Weil die haben nämlich die ganze Scheiße, in Kuba steht, den Ali Alster einfach machen. Das muss man erstmal schaffen. Aber nicht mit Rhabarber. Das nächste Lied ist für den Kulturbahnhof und es beschäftigt sich mit Stoner-Rock-Bands. Ja, und das heißt Stoner Suckers. Das kann auch ruhig nochmal abgefilmt werden hier, dass das Stoner Suckers heißt, dass es auch jeder weiß. Wir machen dann Untertitel. Martin, Untertitel bitte einmal an dieser Stelle. Dankeschön! Bei einer Punkband muss das immer so komisch aufhören. Das ist normal. Für die Leute im Internet, die das gucken. Wir hoffen, so ein paar Teenies gucken das und machen auch eine Punkband auf. Das wäre toll. Oder so ein Laden wie das Ali Alster in der Krautgasse in Jena. Wo es so ein bisschen schmuddelig ist. Aber dafür das Bier umso besser schmeckt. Ja. Genau. Ja, das nächste Lied heißt VW Bus Assis. Und wie ihr alle wisst, geht's um VW-Busse. Wer kann ich dir anders geben? Du hast mal sehr hohe Straße. Auf die pinke Panzerschere. Über viele Zeitverplan. Auf die pinke Panzerschere. Und über viele Panzerplan. Deine Karo, die man gewinnt. Kommt die Glück, die Schaffung starb. Denk, dass die Glück, die Schaffung. Ich bin nur der Wasser braut. Ich bin der Wasser braut.
Yeah! So. Also nachdem wir vorhin dem Ali hier unsere Live-Geschichte aufgenommen haben, zu sehen da hinten. Genau. Wir hatten ja vorhin auch während unseres Gigs davon geredet, dass wir ganzheitliche Bands sind. Nicht nur ausgewogen, auch ganzheitlich. Also ganzheitlich. Darauf kommt es uns auch ein bisschen an. Und da geht es auch um kulinarische Expertise. Die möchte auch nochmal ausgereizt werden. Deswegen sitzen wir jetzt hier wieder im Ali Alster. Und hier ist Heiko. Heiko, was gibt's denn hier heute? Bulette, Kartoffel, Mischling. Und Heiko schmeißt den Laden hier. Ne? Und Heiko, also wir alle wissen, dass du ja nicht so so die Rampensau bist. Deswegen stelle ich dir geschlossene Fragen, wo du mit Ja und Nein die mit Ja und Nein beantworten kannst. Ne? Was hast du studiert? Ja. Nein. Ja. Ja, würde ich direkt weitergeben, die Frage, ne, von Lore. Was hast du studiert, Heiko? Nichts. Ich habe doch gesagt, Heiko, gerade, dass du bitte mit Ja und Nein antworten sollst. Also nichts ist verkehrt. Nee, warte, dann müssen wir die Schlüssel stellen, wenn wir dann auch so eine Antwort haben. Oder? Das müssen wir nur mal kurz überdenken. Heiko, hast du was studiert? Das war eine Performance, die haben wir jetzt 5 Jahre lang im Proberaum geübt, um euch mal was zu bieten im Internet. Also Heiko hat gesagt, einmal schön und einmal Öko-Urtrunk. Ich wiederhole das nochmal, falls er zu schlecht zu verstehen ist. Heiko, hast du was studiert? Nein. Sehr gut, sehr gut. Wie lange betreibst du das Ali hier eigentlich schon? Nein. 98. Falsche Antwort, es hätte Ja oder Nein sein müssen.
Macht dir das immer noch Spaß? Nein. Das muss man rausschneiden. Berlusconi è il nostro duce. Come la vedi? Berlusconi è il duce, come la vedi? Fungi, also. Fungi Mussolini ist eine gute Pizza. Nee, da lass noch drinnen. Wie viele Rhetorikkurse hast du schon besucht? Nicht einen. Die Antwort war nein. So schlecht. Das nächste heißt Born in Prison. Das ist viel einfacher, wenn man es schon länger kennt. Es geht um Stasi-Knast, wo Andreas Eltern geboren wurden und sie wurden dann nach Italien abgeschoben und Andrea hat es dann aber über die grüne Grenze in Tschechien wieder zurück nach Deutschland geschafft. Andreas, erzähl nochmal deine Fluchtgeschichte. Ihr seid aus der DDR ausgebürgert worden nach Italien, habt ihr den Faschismus mit aufgebaut und seid dann aber wieder nach Deutschland. Und da ist er damals, das war Anfang 90er, durch diesen ganzen Prostituiertenstraße da in Tschechien, da musste er durch. Ach, diese Straße, die unter die Erde, unter die Erde geht. Unter dem Erdöl. Nee, genau. Die ist ziemlich schmal unter die ganzen Steine darunter. B88. Genau, da hat meine Opa aufgebaut. Ja. Zusammen mit Benito. Benito, ja. Und dann seid ihr aber wieder abgeschoben worden. Nein. Born in Prisons geht um Stasi-Knast und Andreas Familie. Traurige Geschichte, lustig aufbereitet. Yeah.
Weißt du, ich wollte jetzt hierher kommen und zu Kopf gekommen. Müssen wir mal entweder Urlaub machen? Mallorca-Urlaub oder Roland-Kaiser-Konzert? Oder Kaiser? Corona oder Schwarze Pest? Schwarze Pest. Marx oder Engels? Dann hier auch was. Venus oder Mercedes? Kartoffelschäler oder Messer? Messer. Kartoffelschäler oder Stoff? Bitte 40 kann man noch wie 15 wirken, ja? Heiko, sollen wir noch irgendwas machen? Ja, dann kannst du mal das Muschelgemüse. Oh. Ich habe noch eine Frage eben gerade. Ja. Zu unserer Frage. Die Frage war, ich bin kein Nazi, aber. Benito Andrea. Erschießen. Andrea Adolf. Alle erschießen. Ja, Mischgemüse, also. Ja. Oh, super. Und die sollen es jetzt. Die müssen ja da drinnen machen. Nee, guck. Oh, super, die sind es. Machen wir jetzt vielleicht nochmal eine Zugabe. Die heißt Einsiedlerkrebser. Andrea geht erstmal nonchalant weg. Heiko, darf ich mir noch ein Bier zapfen? Ja. Okay. Andrea, kannst du mir jetzt mitmachen, bitte? Ja. Normalerweise gehst du ja auch, bevor der Zugabe, gehst du ja von der Bühne. Das ist ja ganz normal. Ach so. Hey, ist das vorbei? Ach so. Nee, Andrea, ist doch noch nicht vorbei. Ja. Ja, du bist in einer Live-Talkshow, es geht immer weiter. Ich habe die Spraydosenhupe noch nicht bedient, Andrea. Die dir sagt, dass ich dich mal nicht brauche. Tu mal nochmal so, als wäre das jetzt nicht ausgeschnitten. Das müssen wir wirklich rausschneiden, den Rest kannst du eigentlich drin lassen. Mach nochmal denselben Gesichtsausdruck wie an der Stelle, wo dann geschnitten wird. Ja, warte. Achtung. Okay, kann losgehen. Ja. Wieder da.
Ja, Feierabend. Tschüss. Danke, macht's gut. War sehr schön hier. Also Kartoffeln ist schon mal. One more day to sleep. And-
Mich ins Gesicht zu filmen. Filme ich doch eigentlich auch.